Oh, wir haben gleich ein Level. Nice, da können wir unser Dia-Schwert enchanten, meine lieben Freunde. Zack. Drop the Bass. Yo Leute und willkommen jetzt zu einer weiteren Folge Survival Games auf 5 mal wieder, beziehungsweise ja endlich mal wieder. Es kam ja glaube ich doch, oder? Ich weiß nicht, keine Ahnung, ist ja auch egal. Auf jeden Fall spielen wir heute auf 5 Survival Games auf der Map Isla del Rosa. Und ich guck mal direkt, wir laufen Richtung Süden, das heißt hinter uns. Und da war irgendwie draußen ein komisches Geräusch, habe ich mich erschreckt. Egal, auf jeden Fall geht's jetzt los. Wir rennen in die Mitte. Und können direkt schon ein bisschen schnetzeln. Lol. Sah aus, als ob er fliegt. Aber nur ein Bug wahrscheinlich. So, den haben wir auch noch. Und dann laufen wir Richtung Süden. Richtung TNT-Feld. So, okay, passt. Wir haben auch noch ein bisschen Feuerzeug. Ist ja auf Hive nur so eingestellt, dass man ein Feuerzeug nur viermal benutzen darf. Beziehungsweise kann. Und ja, das ist schade eigentlich. Beziehungsweise, was ist schade, eigentlich auch besser gemacht. Auf Gommet zum Beispiel, och, fail. Auf Gommet zum Beispiel kann man das ja so oft benutzen, wie man will. Das ist dann aber auch schon manchmal echt heftig, weil du kannst einfach komplette, eine komplette Flucht halt vor einem Gegner kannst du, ja, die ganze Zeit hinter dir, Feuer setzen. Und dich bekommen wir auch noch. So. Easy win, easy kill, meine lieben Freunde. Der läuft weg, anstatt dass er kämpft. Ich meine, wieso muss man direkt weglaufen? Der hat doch eine Angel. Eine Angel ist das. Okay, keine Ahnung, ob er ein Schwert hat. Ja, du bist sehr gut, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, hat er die ganzen OP-Chests genommen? LOL. Der hat 24... Alter. Okay. LOL. Der hat, wieso hat er so viele Punkte gedroppt? Der hatte anscheinend einfach gar kein Schwert oder so. So, der brennt. Und dann schöne Combo gegeben und gekillt. Läuft auf jeden Fall. Der hat ein Eisenschwert schon gehabt. Nice, da haben wir noch 3 Eisen sogar übrig. 2 Dias. Krasse Scheiße. 2 Dias haben wir Sticks, ja. Nice. Jetzt direkt erstmal Dias-Schwert craften. Hier noch die Sachen rausnehmen. Okay, war nichts mehr Besonderes. Alles klar, die Runde läuft. Anders kann man das nicht nennen, finde ich. Die Runde, sie läuft auf jeden Fall. Oh, die beiden kämpfen, da können wir schon abstauben. Der eine hat schöne Eisenrüstung. Und ja, da sind beide down. Hier die Pfeile können wir uns noch schnappen. Moment, wir tun erstmal alles einfach in die Kiste aus weiter Entfernung, weil die sich gleich auflösen wird. Das tun wir alles da rein. Die ganzen Angeln brauchen wir nicht. Das tun wir hier rein. Feuerzeug behalten wir. Eisenschwert behalten wir, damit kein anderer es bekommt. Okay, und da sind die ganzen Sachen auf dem Boden. So, wir haben auch schon nach 0 Uhr, deswegen rede ich hier ganz normal und schreie nicht rum oder so, sonst was. Ich meine, mache ich sowieso nicht sehr oft, aber auf jeden Fall ist es ein bisschen lauter immer. Okay. So, ich finde, wir sind sehr gut ausgerüstet. Hier liegen noch ein paar gute Sachen. 5 Eisenbarren haben wir. Nice. Vielleicht können wir sparen auf 7. Dann könnten wir uns eventuell eine Hose machen aus Diamant. Nur die Frage, schaffen wir das? Ein bisschen Level, da hätten wir sogar ein bisschen Tiere töten und XP farmen. Da hätten wir sogar fast ein Level. Da könnten wir unser Dia-Schwert noch auf Level 1 enchanten. Dann wären wir mega OP. Auf jeden Fall.
So, dann wären wir wirklich mega OP. Also anders kann man das nicht nennen. So, weiter geht's hier. Bogen fehlt uns noch, ist mir gerade so aufgefallen. Wir haben 4 Pfeile, aber keinen Bogen. Ja, müssen wir ein bisschen aufpassen. Was ich noch sagen wollte ist, ich spiele ja jetzt hier mit dem Shader, wie ihr sehen könnt. Das ist ein normaler Shader, also ohne Water. Hier seht ihr jetzt, Wasser ist ganz normal. Normaler Shader, kein Water Shader also. Ich habe nur Schatten hier so ein bisschen, deswegen wollte ich euch fragen. Ja, wie gefällt euch so PvP mit Shader? Mögt ihr das? Oder sagt ihr eher so, nee, PvP ganz ohne Shader? Das passt nicht. PvP ist besser ohne Shader. Oder, ja, oder seht ihr das so, weil das ist jetzt wirklich kein heftiger Shader. Ich mag auch nicht so gerne PvP mit Shader. Oh, wir haben gleich ein Level. Nice, da können wir unser Dia-Schwert enchanten, meine lieben Freunde. Zack, erstmal Dia-Schwert jetzt enchanten. Das brauchen wir nicht. So, wo war ich stehen geblieben? Ja, manche sagen ja irgendwie PvP generell ohne Shader. Aber ich finde, der Shader ist gar nicht so heftig. Der macht keinen Unterschied. Der sieht einfach nur besser aus. Und deswegen finde ich, könnte man den auch bei PvP benutzen. Aber ich lasse euch das entscheiden. Schreibt es mal in die Kommentare. Wäre auf jeden Fall, ja, mir eine Hilfe, damit ich weiß, was ich benutzen soll, was ich machen soll. Und jetzt enchanten wir erstmal unser Dia-Schwert. Zack, Schärfe 1. Läuft auf jeden Fall. Oh mein Gott, Schärfe 1 Dia-Schwert. Das kriegt man nicht jede Runde. Das kriegt man nicht jede Runde. Das ist schon was Besonderes, finde ich. Ja. Jetzt rennen wir irgendwie Richtung Mitte. Irgendwie ein bisschen rumrennen. Irgendwie ein bisschen Leute finden. Und ansonsten sieht die Runde auf jeden Fall schon gut aus. Es leben auch nicht mehr so viele, wie ihr seht. Oh, nichts eingesammelt zum Glück. Schnell da vorbeigerannt. Und ich würde sagen, wir benutzen erstmal das, was noch nicht verbraucht wurde. Das ist, denke ich mal, logisch, nicht logischer, sinnvoller, meinte ich. Und die ganzen Kisten, wo die, die habe ich schon gelootet am Anfang. Nur die weiß ich jetzt hier nicht. Hier sind noch, ne, hier sind keine mehr. Oder? Nope, ist hier keine, ist ja auch egal. Das war die Kiste von gerade. So, dann laufen wir Richtung Spawn. Mal gucken, ob da irgendwas ist. Hinter uns ist auch nichts. Ich zoome immer so. Ich mag so zu zoomen. Zoom. Nee, keine Ahnung. Ich mag's. Wenn man zoomen kann. Manche stört's. Wenn man so selbst zuschaut, dann stört's mich auch. Aber wenn man selbst so spielt, dann stört's mich eigentlich nicht. Ach, 2 Eisenbarren wird, denke ich mal. Ich weiß nicht. Können wir das Eisenschwert nicht so zu 2 Eisen... umformen. Ich mache mir jetzt einfach einen Eisenhelm. So, YOLO. Da haben wir auch schon fast voll Iron, bis auf die Hose, die fehlt uns noch. Aber egal. So, wo sind denn jetzt alle? Wo sind die denn jetzt? Ja, schade. Davon brauchen wir nichts. So, dann gehen wir weiter hoch. Wenn ich noch Tiere sehe, töte ich die auf jeden Fall, genau wie da. Weil, oh, ich glaube, wir kommen sogar auf noch ein Level. Ich glaube, wir kommen sogar auf noch ein Level. Oh, dich bekommen wir. Dich bekommen wir hoffentlich. Jawohl, nice. Dich haben wir. Und ein Tier noch, komm. Nice, wir haben noch ein Level. Das heißt, wir können jetzt... Hat er da einen Bogen? Ja. Nice, auf jeden Fall. Erstmal das. Eisenhose hat er da nicht mehr. Der hat den Schärfe 1 Eisenschwert. Aber wir können jetzt unsere Chestplate noch enchanten. Wir müssen Richtung Süden, Süden, Süden. So, Richtung Süden. Einfach nur da geradeaus. Es wird aber knapp. Es wird sehr knapp. Ungefähr weiß ich, wo es ist, aber es wird sehr knapp von der Zeit her, meine ich. Da hinten irgendwo ist das. 20 Sekunden. Scheiße. Ah, ich hätte darüber... Oh Mann, bin ich Fehler. Kann man da hochschwimmen? Ja, ich glaube schon, oder?
Ach, schaffen wir nicht mehr. Schade, das wäre nice gewesen. Da hinten sehe ich den noch. Da hinten ist der Enchanting Table noch. Mann, das wäre nice gewesen, wenn wir noch geschafft hätten, unser Tierschwert zu enchanten. Naja, egal, man kann ja nicht alles haben. So. Pfeil gesammelt, Pfeil geschossen und tot ist der Gegner. So, dann heißt es lebt noch einer. Und den können wir jetzt noch ein bisschen verarschen, würde ich sagen. So. Mal gucken. So, erstmal brennen kannst. Oh, ne. Wolltest du nicht brennen? Komm. Oh nein. Oh nein, du tötest mich ja gleich. Oh, oh. Oh, du tötest mich wirklich gleich. Scheiße. Aber du brennst. So. Was können wir jetzt noch machen? Was können wir jetzt noch machen? Vielleicht können wir ihm so ein bisschen was zu essen oder zu trinken anbieten. Mal schauen. Mal schauen. Geh weg. Geh weg von mir. Hier, warte. Ach, fuck. Kuh. Mann. Der soll das trinken. Der soll das trinken. Ich will doch drink this in Chat schreiben, aber dann tötet er mich. Wenn ich dann in Chat schreiben sollte. Drink this. Mann, der ist... Ja, okay. Der ist eigentlich... Der ist leicht, aber... Mann. Eat this. Ach, ich habe mich sogar verschrieben. Ach, Mann, Alter. Mach doch ein bisschen unseren Spaß mit. Du weißt doch, dass du keine Chance haben wirst. Ich will jetzt nicht sterben, ne? Okay, werden wir, glaube ich, nicht. Er brennt und. Er ist tot, nice. GG. Okay. Lol, da haben wir noch nice gekillt. Auf jeden Fall wollte ich noch ein bisschen mehr verarschen. Leider hat das Spiel nicht mitgespielt. Und ja, trotzdem habe ich mich gefreut, dass ich jetzt eine Runde gepackt habe, so spät am Abend. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder morgen oder übermorgen. Ich muss auch gucken, wie ich das zeitlich schaffe, weil jetzt ist ja morgen wieder Schule, ne? Gar keine Lust eigentlich. Und ja, mal gucken, wie wir das so schaffen werden. Ob morgen ein Video kommt oder übermorgen, auf jeden Fall mindestens jeden zweiten Tag kommt ein Video. Ja, gebt doch eine positive Bewertung ab, falls es euch gefallen hat, würde mich sehr freuen. Und schreibt fleißig Kommentare, wie gesagt, schreibt mir das mit dem Shader in die Kommentare, ob ich mit oder ohne Shader spielen soll. Und ja, ansonsten habe ich nicht viel zu sagen, außer haut rein, habt noch einen schönen Tag und falls ihr auch wieder Schule habt, mein Beileid, ich muss aber auch leider wieder zur Schule. Und ja, ansonsten hat es mich gefreut, eine Runde hinzubekommen und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Haut rein, liebe Leute, und habt noch einen schönen Tag. Tschüss.